Herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie man die inneren Räume ausweitet. Jedes Mal sage ich, wie wichtig es ist, die tiefliegende Muskulatur anzusprechen und nicht sich zu panzern mit der äußeren Muskulatur. Es gibt eine sehr lustige Übung, wie man eigentlich mit dem Ausdehnen des Knochens, des Kopfes, die tiefliegende Muskulatur im Körper schichtweise spüren kann. Eine Voraussetzung ist, dass man möglicherweise den Kiefer entspannt hinten behält, fast gähnt und eine aufrechte Körperhaltung hat. Jetzt nehmt eure Hand bitte auf die Seite über den Ohren und beim Ausatmen weitet den Raum von den Knochen aus, von innen aus, Richtung Knochen aus, den Raum einfach in die Breite. So beim Ausatmen mit der Nase, einatmen und ausatmen, ausweiten. Jetzt spürt ihr, wie automatisch der Rippenbogen sich weitet. Und nicht äußerlich atmen, nicht, sondern wirklich den Knochen ausweiten. Jetzt spürt das, wenn ihr es weitermacht, beim Ausatmen, wie die ganze Hüfte breiter wird. Es ist sehr, sehr wichtig, mit dieser Hüftenöffnung werden wir den Psoas ansprechen. Ihr spürt, wenn ihr das weiterhin öffnet von Knochen aus, dass eure Schulterbreite sich anfühlt. Jetzt gehen wir von der Stirn zum Hinterkopf. Mit der Nase atmen wir aus, beim Ausatmen dehnen wir den Knochen aus. Jetzt spürt bitte, wie eure Raum innen zwischen 12. Wirbel und Brustbein weiter wird. Das ist sehr wichtig, da ist das Zwerchfell, die von innen öffnen muss und nicht von außen. Darum unbedingt nicht einfach nur, sondern wirklich von innen aus werden Druck spüren, ausweiten die Knochen. Jetzt spürt eine andere Schicht, ganz unten bei Schambein und Steißbein. Zwischen Schambein und Steißbein soll der Raum sich öffnen. Automatisch werden wir die Beckenbodenmuskulatur aktivieren. Jetzt, wenn wir weiterhin machen, noch eine Schicht, dann spüren wir, wie innen im Hals der Raum des Kalenusmuskels, Kalenus anterior, auch sich öffnet. Nächste Schicht, von dem Kinn zum Kopf. Wenn wir das ausweiten, dann kommt die dritte Dimension. Dann haben wir von dem Damm aus eine Ausweitung zum Kronenpunkt. Immer den Knochen ausweiten. Wir brauchen die tiefliegende Muskulatur, nicht die äußere Muskulatur. Man spürt auch von den Füßen aus die Energie durch die Beine zu fließen. Und die Röhre wird immer, immer der Spannung. Einerseits Spannung erleben wir, aber doch eine Entspannung bei der äußeren Körpermuskulatur. Schräg von der Unterkiefer zum Haaransatz. Das ist sehr wichtig. Und dann spürt man genau von der Hüfte bis zu den Schultern seitlich auch die Dehnung. Immer beim Ausatmen das machen. So auf der anderen Seite, dann können wir von der anderen Seite auch die Dehnung wahrnehmen. So entsteht die Supraleitung der Stimme. Das heißt, die Energien können ohne Störung, ohne Verspannung, ohne Hindernis fließen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nur ein Wort singe, ich mache zuerst wieder die seitliche Dehnung. Das habe ich überall gespürt, wie es sich ausweitet, oder? Oder? Von oben und unten. Oder schräg. Parallel spüren wir hier. Andere Seite. So könnt ihr mit eurer Stimme spielen. Die verschiedenen Muskeln bei dem Stimmbänder, bei dem Kehlkopf werden dadurch aktiviert und trainiert. Viel Spaß beim Üben und bis bald. Tschüss.